Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Günther von Togo Reisemobile und das ist die Nasszelle vom Pössl Twin Plus aus dem Modelljahr 2021. Warum fangen wir hier heute drin an? Wir haben hier eine Trockentrenntoilette eingebaut. Sicherlich eine der spannenden Dinge, die wir euch in diesem Video zeigen. Das und alle weiteren Details zum Pössl Twin S zeigen wir euch in diesem Video mit Maßen, Preisen und allem, was ihr so wissen müsst. Damit ihr auch in Zukunft unsere Videos nicht verpasst, denkt dran, hier unter dem Video auf Abonnieren zu klicken, dann die Glocke zu aktivieren für alle Benachrichtigungen, damit ihr auch in Zukunft ordentlich informiert werdet, wenn wir neue Videos veröffentlichen. Heute wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dem Pössl Twin aus dem Modelljahr 2021. In diesem Video, wie gesagt, zeigen wir euch den Pössl Twin Plus aus dem Modelljahr 2021. Der Wagen ist, glaube ich, der Dauerbrenner im Pössl Modellprogramm. Den gibt es schon eine ganze Weile und der Grundriss ist seit Jahren mehr oder weniger unverändert, nur in kleinen Nuancen immer weiter verbessert und verfeinert. Und inzwischen hat die Plus-Familie ja mit dem Twin R Plus und dem Twin S Plus von den D-Line-Autos ein bisschen Zuwachs bekommen. Da haben wir euch schon Videos gemacht, die verlinken wir euch, dass ihr das alles sehen könnt. Und aus der Summit-Reihe gibt es ja auch den Summit Plus. Was alle Plus-Modelle bei Pössl vereint, ist ein wahnsinnig attraktiver Grundpreis. Der Twin Plus zum Beispiel in seiner Grundausstattung, aber da hat er schon 140 PS, da hat er schon Alufelgen, da hat er schon eine Klimaanlage und da hat er schon alles mögliche andere mit dabei. Das gucken wir uns gleich drin genau an. Kostet er 39.999 Euro, genauso wie sein Schwestermodell Twin S Plus. Das ist einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis in unserem Modellprogramm von Togo Reisemobile ein super attraktives Fahrzeug. So wie der Wagen hier steht, hat er ein paar kleine Optionen schon mit dabei und die zeige ich euch jetzt mal, damit ihr wisst, was gehört beim Twin Plus zum Serienumfang und was müsst ihr mit dazu bestellen. Klar, das was man sieht, wir haben hier ein Auto in Aluminium-Grau-Metallic, also Silber-Metallic. Das ist eine Option, ungefähr 600 Euro Aufpreis. Wir haben hier bei dem Fahrzeug das Maxi-Chassis, das erkennt ihr an den großen Radläufen, die wir mit dabei haben. Die Alufelgen sind immer serienmäßig. Und was wir nachträglich hier angebaut haben, ist die Markise obendrauf. Der Wagen ist insgesamt von uns ein bisschen verfeinert worden. Wir haben drin noch eine Trockentrenntoilette, die wir uns gleich im Detail anschauen. Wir haben Radio mit Rückfahrkamera und solche Dinge mit dabei. Aber selbst wenn ihr das alles mit dazu packt, haben wir ein Fahrzeug, was unterm Strich noch deutlich unter 50.000 Euro kostet. In den ersten Jahren ist es ja so gewesen, dass Pössl bei den Plus-Modellen das ausschließlich auf den Citroën Jumper beschränkt hatte. Das hat es inzwischen ein bisschen aufgeweicht. In seinem Grundpreis ist es immer ein Citroën Jumper, in diesem Fall bei den Plus-Modellen immer mit 140 PS in diesem Modelljahr. Ihr könnt aber natürlich auch beim Citroën die 165 PS haben, also den größeren Motor. Wer eine Automatikgetriebe haben will, kann den Twin Plus in all seinen Varianten auch als Fiat Ducato bestellen. Da hat er auch in der Grundvariante 140 PS, ist aber auch mit 160 PS und mit 177 PS lieferbar und bei Fiat eben auch als Automatikgetriebe. Von innen außen sind die Autos im Prinzip identisch. Erkennen kann man das Ganze eigentlich nur an dem Kühlergrill. Der Citroën hat eben seinen doppelten Dreizack, ich weiß nicht genau, wie das heißt, und die Chromspangen hier vorne mit drin. Passt bei diesem Auto gut mit dazu und ich finde immer gerade mit dem Maxi-Chassis, mit dem Chrom, passt das so, dass das Ganze schön bullig dasteht. Von den Felgen muss man ein bisschen trennen. Beim Citroën ist das die Felge, die als 16 Zoll Maxi-Chassis-Felge kommt. Von dem Fiat haben wir bestimmt, nö, haben wir gerade nicht, nichts im Sichtbereich stehen. Vom Fiat gibt es auch eine schicke Felge. Die haben wir in den letzten Videos auch schon ein paar Mal gezeigt. Guckt euch die einfach mit an, dann kriegt ihr einen ganz guten Eindruck. Das, was euch aber wahrscheinlich viel mehr interessiert, ist, wie ist der Wagen von innen ausgestattet, wie sind die Maße, was kostet das Ganze und wie haben wir das mit der Toilette gelöst. Und das schauen wir uns jetzt drin gemeinsam an.
Die Sitzgruppe im Tubin hier vorne kennen wir ja schon aus den anderen Videos. Die ist im Prinzip genauso wie bei dem Schwestermodell R mit dem Raumbad in der Mitte. Da kommt das Video in Kürze. Und bei dem Schwestermodell Tubin S mit der flachen Küche. Wir haben bei allen Fahrzeugen wahrscheinlich die gleichen Maße. Das messen wir jetzt nochmal direkt nach. Hier vorne Sitzbank, Rückenlehne, guten Meter bis zur B-Säule. Und wirklich die Nasszellenwand hier oben haben wir 1,19 Meter. Das ist großzügig, das ist gemütlich, das passt auch für kugelige Menschen hier gut zu sitzen. Der Tisch ist riesengroß, also nicht in Kastenwagenverhältnissen. Wir haben hier den normalen Pössl D-Line Tisch, 55 cm in der Breite. Wenn ihr keinen besonderen Tisch dazu bestellt, 90,5 cm in der Tiefe. Und wenn ihr wollt, das ist der Alternativtisch, den würde ich euch immer empfehlen mitzubestellen, weil er als Arbeitsfläche in der Küche toll zu nutzen ist oder wenn man auf dem Beifahrer sitzt. Sitz toll zu nutzen ist, da und eben auch wenn man mit mehreren Leuten am Tisch sitzt, auch vernünftig. So haben wir knapp 1,22 an kompletter Tischfläche, also einen riesengroßen Tisch, wo man auch zu dritt oder zu viert komfortabel sitzen kann. Den brauche ich übrigens auch, wenn ich hier vorne ein Zusatzbett bauen will. Bei Pössl ist der Aufbau des Zusatzbettes so gedacht, dass der Tisch abgesenkt wird und man dann hier vorne hinter den Sitzen quer schläft. Grundsätzlich, wenn ihr euch umschaut, das, was ihr hier seht, ist das Holzdekor Basic. Das heißt, wir haben hier normales Holzdekor mit diesen so leicht gemasert abgesetzten Klappen. Ganz klassisch mit Pushlocks, bewährt, immer gut funktionierend. Und der Polsterstoff Silver, das ist das, was ihr hier seht, das ist der Serienstoff in allen Twin Plus Modellen. So, denke ich, ist das eine ganz harmonische Variante. Wer sagt, ich hätte es gern ein bisschen moderner und vielleicht klarer in den Linien, der könnte sich jetzt nochmal die Elegance-Baureihe von Pössl anschauen. Da blenden wir euch jetzt nochmal kurz ein Bild ein. So in diesem Hellgrau mit weißen Klappen, das ist Elegance. So könnt ihr alle Pössl Twin Modelle ebenfalls bestellen. Um die wichtigen Fakten finanzieller Art gleich mal vorweg zu klären. So wie dieses Auto hier steht, im Grundpreis habe ich ja schon gesagt, 39.999 Euro. Immer dazu zu sagen, bei 16% Mehrwertsteuer im Modelljahr 2021. Dann hat der Wagen hier die Auflastung auf 3,5 Tonnen Maxi mit für 700 Euro. Der Twin hat immer 3,5 Tonnen als zulässiges Gesamtgewicht. Nur das stärkere Fahrwerk mit den höheren Achslasten und der größeren Bremse, das Maxi-Chassis, kostet eine Option. Er ist eben Metallic von außen. Wir haben eine Smartphone-Halterung vorne, wir haben in diesem Fall jetzt Radio mit Rückfahrkamera mit drin, wir haben die Klimaautomatik, elektrisch anklappbare Außenspiegel, USB-Anschluss im Armaturenbrett und zwei, drei Kleinigkeiten vorne. Pössl-seitig haben wir eigentlich nur den Alternativtisch hier und sonst ist alles Serie, sogar das Fenster in der Nasszelle ist serienmäßig. Und dann haben wir von Togo hinten dran nochmal eine Solaranlage aufs Dach gebaut, welche Markise dran gebaut und das, was wir euch gleich nochmal im Detail zeigen werden, die Trockentrenntoilette. Wenn ich das alles mit reinnehme, kostet das Fahrzeug, so wie es hier steht, ca. 49.000 Euro zum Listenpreis. Und über ein individuelles Angebot für euch unterhalten wir uns dann, wenn das Fahrzeug da ist. Wir können natürlich für euch euer Auto in der Wunschkonfiguration bestellen oder einfach schauen, was wir selber im Vorlauf haben. Da gibt es so viele Variationsmöglichkeiten, dass mein Team und ich euch da sicherlich gut beraten werden, welche der vielen Plus-Varianten für euch die richtige ist. Die größte Unterscheidung bei den Twin-Modellen ist eigentlich, welche Nasszelle wollt ihr? Raumbad oder eine Nasszelle mit einer festen Tür und welche Küche wollt ihr? Und zwar entweder die Küche so, wie es hier ist. Das ist die normale Twin-Küche. Beim Twin R wäre der Kühlschrank hier auf Augenhöhe und nicht dort unten. Und beim Twin S habt ihr hier einfach eine flache Küche mit dem Kühlschrank an der Frontseite. Das heißt im Prinzip, Sitzgruppe und Bett sind sehr ähnlich. Und hier in der Mitte entscheidet sich, welches das richtige Fahrzeug für euch ist. Bei diesem Fahrzeug, dem normalen Twin, ist es so, dass wir den ganz klassischen Küchenblock haben, den Pössl schon seit ein paar Jahren hat. Jedes Jahr ein bisschen aufgehübscht, letztes Jahr mit dem Piezo-Zünder. Normaler Zweiflammenkocher mit zwei Gasflammen. Und daneben das schöne große Waschbecken, wo man, glaube ich, auch richtig vernünftig drin arbeiten kann. Und praktisch und ausgereift, wie das seit eh und je ist, hier vorne die Ablage und darunter die Magnettüte, die sich übrigens hervorragend für alles Mögliche eignet. Ich habe bis heute nicht verstanden, ob das deklariert ein Abfalleimer oder eine Einkaufstasche ist. Fakt ist, es ist praktisch.
Und wir haben für unsere Kunden da mal einen Sack von voll bestellt, weil die auch in andere Autos immer mal ganz gut reinpassen. Also wenn ihr irgendwo einen Stauraum braucht, können wir die gerne auch verwenden. Von der Aufteilung der Küche selber ist es so, wir haben hier oben die potenzielle Besteckschublade. Das ist durch das Waschbecken natürlich nicht zu nutzen. Und dann die zwei großen Schubladen mit der mittleren Unterteilung, dass nichts hin und her rutscht. Und ganz unten drunter die riesengroße. Wenn ich mich vom letzten Video richtig dran erinnere, haben wir eine Tiefe von knapp 30 cm. 33 cm, das heißt, da passen auch große Töpfe richtig rein. Und wenn ich den Apparillo hier schon in der Hand habe, dann gucken wir doch gleich mal, wie das hier mit der Stehhöhe ist. Und zwar haben wir 1,89,8, also 1,90 Meter Stehhöhe. Zeigt mir nur mal wieder gerade stehen, dann würde ich das mehr merken. Aber so für mich passt es gut und da, wo ich arbeite, komme ich ja sowieso sehr gut klar, weil ich immer leicht nach vorne gebückt stehe. Oberhalb der Küche haben wir hier oben die große Ablage. Da passt sehr vieles mit rein. Und bei diesem Tubin eben hier hinter den Kleiderschrank, da könnt ihr mal kurz einen Blick reinwerfen, ohne dass ich im Bild stehe. Durchaus ein vernünftiger Schrank. Und eben darunter ein richtig großer Kühlschrank. Das ist bei einem normalen Tubin immer ein Absorberkühlschrank. Das heißt, er ist als Betrieb über 12 Volt, 230 Volt und Gas. Bei heißen Temperaturen hat der Absorberkühlschrank manchmal ein bisschen Probleme. Dafür bauen wir euch dann so einen Doppelventilator mit ein, wenn ihr wirklich viel mit einem dunklen Auto im Sommer unterwegs sein wollt. Der große Vorteil des Absorberkühlschranks ist eben, dass er leiser ist, wenn er in Betrieb ist, als ein Kompressorkühlschrank, weil eben kein Kompressor läuft. Ja, ihr seht das auf den ersten Blick. Ich stehe hier, wenn ich mich breit mache, ist der Durchgang ziemlich voll. Jetzt geht man eh nicht so viel aneinander vorbei. Und das, was Pösse vor ein paar Jahren beim Tubin geändert hat, ist, dass wir hier so einen Rücksprung haben. Und dadurch kann ich mich hier vernünftig bewegen. Aber es ist natürlich nicht riesengroß. Das habe ich neulich im Tubin S-Video gemerkt. Es ist schon mehr Bewegungsfreiraum. Und da müsst ihr einfach abwägen, will ich einfach Stauraum und eine klare Trennung schlafen und wohnen? Oder will ich mehr Bewegungsfreiraum und das einfach vom Gefühl ein bisschen großzügiger haben? In beiden Fahrzeugen ist es so, dass ihr auf der gegenüberliegenden Seite eine Nasszelle habt mit einer echten Holztür. In diesem Fahrzeug haben wir das Ganze ein bisschen umgebaut. Und zwar haben wir hier eine Trockentrenntoilette eingebaut. Die kommt von der Marke Airhead. Und ich zeige euch gleich mal, wie das alles genau aussieht. Aber bevor wir das machen, springen wir jetzt mal ganz kurz rüber in einen normalen Tubin Plus, damit ihr seht, wie die Nasszelle im Serienzustand aussieht und für euch entscheiden könnt, ist Trockentrenntoilette was für mich, was ich unbedingt haben will, oder mir reicht die normale Variante, wie sie in den meisten anderen Autos verbaut ist. Und deswegen gehen wir da jetzt mal ganz kurz rüber. Die normale Toilette, die in dem Tubin-Bad drin wäre, wäre diese Tedford Kassettentoilette. Das ist eine ganz klassische Toilette, Kunststoffbrille, Kunststoffdeckel und da unten auch Kunststoff. Hier an der Seite der Schieber zum Auf- und Zumachen. Und hier steht die jetzt direkt auf dem Pösselboden, hat hier die Verkleidung mit dran. Den Kasten werdet ihr gleich sehen, wenn wir wieder rübergehen, haben wir komplett weggenommen. Auch hier das kleine Podest sozusagen, damit wir mit der Trockentoilette ein bisschen weiter rüber können. Das ist aber eine ganz normale Tedford Kassettentoilette. Da können wir gerne auch eine Sogentlüftung oder sowas mit einbauen und insgesamt auch eine komfortable Position, damit ihr das nochmal seht im Serienzustand. Wenn ich mich hier hinsetze, ich passe mit beiden Toiletten einfach knatsch zwischen Waschbecken und Außenwand. Und wir haben jetzt gar nicht so viel in der Positionierung hier geändert. Wir haben versucht, die gleiche Position mit der anderen Toilette einzunehmen. Kleiner Wermutstropfen bei der Trockentoilette ist, dass die ein bisschen weiter nach vorne steht. Hier geht die nach oben, hier nach oben und wir haben hier den Urintank noch davor. Das heißt, das ragt hier ein bisschen rüber, aber das seht ihr hier drüben gleich. Wir haben das ein bisschen umgebaut, ein neues Loch reingesetzt, dass man den Boden trotzdem perfekt rausnehmen kann. So sieht die Nasszelle dann aus, wenn wir das auf die Trockentrenntoilette umbauen. Im Prinzip haben wir den ganzen originalen Toilettenkasten, den ihr eben gesehen habt, weggenommen. Haben hier eine neue Verkleidung hingemacht, haben den Rest gar nicht so massiv umgebaut, aber unten ein Podest gefertigt, weil da eigentlich Löcher im Boden sind, und mit dem originalen Pösselholz eine Platte hingestellt. Darauf steht die Toilette. Im Prinzip benutzt ihr die wie eine normale Toilette. Das Tolle ist, dass man viel weniger entsorgen muss, weil wir zum einen kein Spülwasser haben, zum anderen einen separaten Urintank haben und man eben mit Fäkalien Typ 2 lange und gut klarkommt, weil wir in dem Kasten selber, das heißt hier unten drin,
kommt so eine Art Kokosfaser. Wir machen das gleich mal auf und gucken da rein. Und die Kokosfaser entzieht dem Feststoff halt die Flüssigkeit. Und mir hat der Verkäufer dieser Airhead-Toiletten einfach mal erklärt, es ist wie bei Hundescheiße. Trockene Hundescheiße stinkt auch nicht. Das heißt, das Grundprinzip ist eigentlich, da fällt alles rein. Die Kokosfaser entzieht die Feuchtigkeit. Dann haben wir ein kleines Gebläse mit drin, was wie bei so einer Sogentlüftung nach draußen alles zieht. Und dadurch wird alles trockengelegt. Und sobald es trocken ist, kann es nicht mehr riechen. Es funktioniert also hervorragend. In der Benutzung haben wir ganz viel Feedback von den Kunden inzwischen bekommen, dass das wirklich super ist. Wir haben eben Typ 1, läuft hier vorne flüssig nach vorne weg. Entweder weil er einfach direkt nach vorne gegenpinkelt oder weil das, was man nicht so gut ziehen kann, hier das Podest läuft im Prinzip auch nach vorne mit rein. Und für Typ 2 kommt hier so eine Art Kaffeefilter drauf, dann rutscht alles schön sauber nach unten. Und mit so einer Art Essigreinigung kann man das theoretisch auch reinigen, wenn man das will. Die Funktionsweise und wie man so eine Toilette genau einbaut, haben wir in einem Video zum Purcell Road Cruiser Revolution schon mal gezeigt. Das verlinken wir euch jetzt auch oben in der Ecke nochmal. Ich erkläre jetzt nicht, wie das alles im Detail funktioniert. Von der Grundidee ist es aber so, dass ihr bei der Entsorgung hat man eben einmal den separaten Urintank. Der hat hier vorne ein Sichtfenster. Den macht man einfach nur unten, löst man ihn. Hat hier, ich muss mal gucken, geht das? Ja, kannst du sehen. Einfach unten rausziehen. Und dann kann ich den nehmen, habe dafür einen Schraubdeckel und gehe damit weg und habe, ich glaube, das sind jetzt 7,6 Liter, also ein relativ großes Volumen. Und für den ganzen Rest, was ich viel seltener machen muss, muss ich, das ist schön auf Spannung, kann ich den ganzen Kasten rausnehmen, damit ihr nochmal einen Blick reinwerfen könnt. Das ist natürlich mit einer Dichtung geruchsneutral zu. Und den Eimer, ich lege das mal kurz hier drauf, haben wir im Prinzip nachher voll mit Kokosfaser und anderen gemischten Stoffen. Hier an der Seite ist unser kleiner, darf man das sagen, Scheißequill, keine Ahnung, wie sich das gehört, mit dem immer ordentlich durchgerührt wird. Ich habe das selber noch nicht benutzt. Ich bin drauf und dran, den Columbus, den wir in dem letzten Video für uns konfiguriert haben, mal zu gucken, ob sie da auch reinpasst, weil mich einfach brennend interessiert, wie gut das funktioniert. Und auch unter diesem Video, wenn ihr Erfahrungen damit habt, schreibt es mir einfach mal runter, weil in der Theorie, es gibt kaum was, was online kein negatives Feedback findet. Und ich habe nur positive Dinge zur Trockentrenntoilette gefunden. Schreibt mal was drunter, auch wenn ihr Kritik dran habt. Auf jeden Fall nimmt man den Eimer, entsorgt das komplett. Das muss man wohl nur alle 6 bis 8 Wochen machen, je nachdem, wie intensiv man das Ganze nutzt. Und das macht natürlich die Entsorgung viel leichter. Im Innenraum ist die Benutzung sonst genau die gleiche. Ich setze das mal kurz hier wieder zusammen. Das wird einfach drauf gedreht und dann wird unten die Toilette einfach wieder reingestellt. So, jetzt haben wir beim Purcell natürlich das Problem, dass wir hier auf dem Podest stehen. Einmal seht ihr das an der Stehhöhe. Habe ich hier mein Messgerät. Irgendwo habe ich es doch. Da ist es. Dankeschön. Wenn das Podest drin ist, haben wir hier eine Stehhöhe von 1,77. Das ist nicht viel. Und bei Purcell ist es halt so, ich muss mal kurz mit rauskommen, damit ich euch das zeigen kann, ist es so, dass der Boden eigentlich da hinten das Loch hat zum Rausnehmen. Das funktioniert natürlich mit der Toilette nicht mehr. Und dafür haben wir hier einfach ein zweites Loch reingemacht, dass man das trotzdem noch gut rausnehmen kann. Das heißt, wenn ihr duschen wollt, kommt ihr da gut ran. Und jetzt nehmen wir nochmal die Stehhöhe so. Zu viel in der Hand und zu viel. In der Dusche haben wir 1,884, also eine vernünftige Dusche. Und jetzt kannst du nochmal, wenn du noch einmal reinguckst mit der Toilette, man sieht so ein bisschen, dass die Trenntoilette nach vorne ein bisschen mehr aufbaut über die Duschwanne. Deswegen haben wir es halt auf so einem Podest aufgedoppelt, dass man den Boden trotzdem gut rausnehmen kann. Hinten in der Ecke kann man das sehen, den kleinen schwarzen Schalter. Das ist der Hauptschalter für den Ventilator der Toilette, damit die Luft schön rausgeht. Und wo sie draußen hingeht, schauen wir uns jetzt draußen nochmal ganz genau an. Damit die Optik vom Auto nicht kaputt gemacht wird, haben wir uns entschieden, mit einem klassischen Sog-Toilettenentlüftungsdeckel zu arbeiten. Das hat zwei Vorteile. Wir haben da drin einen kleinen Aktivkohlefilter, dadurch, dass keine Geruchsbelästigung beim Nachbartisch passiert, wenn es doch mal ein engerer Stellplatz ist. Den kann man sehr einfach wechseln und wir haben eine tolle Abdeckung, dass eben auch kein Getier reinkriechen kann, weil eben durch den Filter auch ein Verschluss da ist. Von außen sieht es also einfach aus wie eine ganz normale Chemietoilette von Tedford, wie es serienmäßig mal war. Wenn man es aufmacht, sieht man, hier ist das kleine Gebläse drin, was wir mit dem Schalter ein- und abschalten können. Und durch den Verlust bzw. Ausbau der Toilette ist es halt so, dass wir hier auch einen kleinen Stauraum zusätzlich gewinnen.
Ich wollte gerade sagen, wo man dann Toilettenchemie und all sowas verstauen kann, aber das ist natürlich Quatsch, weil wir die ja hier gar nicht mehr brauchen. Vielleicht kann man da Anschlusskabel oder sowas nochmal mit reinpacken. Auf jeden Fall gewinnt ihr ein kleines zusätzliches Staufach. So, wenn man das zumacht, kann man hier drüber sehen, bei den Plus-Modellen haben wir immer serienmäßig das Fenster in der Nasszelle mit dabei. Und vielleicht mal gucken, ob das passt. Hier direkt um die Ecke ist der Wasserhahn. Das heißt, wenn ihr draußen duschen wollt, mal gucken, wie weit er rausgeht. Ja, perfekt. Kann ich mich draußen hin duschen? Wenn ich so rumfasse, muss ich mal gucken. Genau, so bin ich jetzt an der Mischbatterie. Das heißt, ich könnte alleine, ich kann das sehr entspannt. Wenn man jetzt 10, 15 cm kleiner ist, müsste man auch noch rankommen. Danach wird es, denke ich, knapp. Aber man ist ja auch selten ganz alleine im Urlaub. So könnte ich jetzt wunderbar hier draußen duschen. Ein bisschen versteckt hinterm Auto, habe die ganze Feuchtigkeit auf der Rückseite, dass ich das nicht vorne drin habe, denke ich, passt schon ganz gut. Und wenn ich fertig bin, das gucken wir jetzt auch mal, ob das funktioniert, kann ich die Dusche einfach nehmen. Ich habe sie jetzt einfach ins Waschbecken gelegt, das wäre schon okay. Aber ich kann sogar, ja perfekt, das geht sogar richtig gut. Ich kann sogar hier einfach die ganze Dusche wieder einfädeln und habe das alles drin fertig. Ansonsten sehen wir hier gar nicht so viele spannende Dinge. Der Wagen, so wie er hier steht, hat eine Gasheizung mit drin. Bei den Twin-Modellen könnt ihr ja auch eine Dieselheizung ab Werk bestellen. Das ist ja was, was immer mal wieder verlangt wird. Oder auch Gas oder Elektro jeweils mit Gas oder Diesel, beides mit Elektrounterstützung. Das heißt, bei den Truma-Heizungen habt ihr die absolut freie Wahl aus dem ganzen Programm. So wie der Wagen hier steht, haben wir die Rahmenfenster mit dabei. Wahlweise haben wir die vorgehängten Fenster mit dabei, es gäbe alternativ auch noch die Rahmenfenster. Jetzt haben wir ganz viel von dem Tubin Plus bisher gesehen. Das, was uns fehlt, ist noch der komplette Wohlfühlbereich im hinteren Bereich. Das heißt, uns fehlen noch Bett, Stauraum und alles, was wir hinten haben. Und da gehen wir jetzt mal kurz hin. Die Aufteilung ist ja bei allen Plus-Modellen im Prinzip die gleiche. Das heißt, wir haben immer ein Heckbett hinten quer. Wir haben in der Mitte Nasszelle und Küche und vorne die Sitzgruppe. Unterscheiden tun sich die Plus-Modelle so ein bisschen in der Bettenbreite. Twin S und der normale Twin haben ein sehr ähnliches Bett. Der einzige, der deutlich größer ist und witzigerweise auch andersrum schläft vom Grundkonzept, ist der Twin R, weil das Raumbad da ein bisschen weniger Platz in Anspruch nimmt. Denkt da auch nochmal dran, unseren Kanal zu abonnieren. Wir werden nämlich in Kürze, ein Twin R ist gerade gekommen, den werden wir sicherlich die nächsten Tage auch nochmal vorstellen, dass ihr da von dem Video auch eine Info bekommt. Und wenn ihr ein paar Eindrücke von den Autos in Sachen Bildern haben wollt, folgt uns auch einfach bei Instagram, dann habt ihr da auch immer mal wieder ein paar neue Bilder, um das in Ruhe anzuschauen. Ja, was haben wir hier für ein Format? Es sieht relativ quadratisch aus, ist am Oberkörper bestimmt ein bisschen breiter, aber so viel breiter dürfte das nicht sein. Wir schauen mal hier von der Matratzenkante bis zur Nasszellenwand. Haben wir 1,40 auf dieser Seite. Haben wir 1,46 auf der Seite, das heißt ein amtliches schönes Bett, was Pössl immer ganz geschickt macht. Wir haben hier den kleinen Ausschnitt, das ist, damit ihr auch an die originalen Türgriffe vom Fahrzeug kommt. Wenn ihr morgens am See steht, Türen aufmachen, rausschauen, richtig gemütliche Atmosphäre. Pössl macht in allen D-Line-Autos das so, oder in fast allen D-Line-Autos das so, dass wir hinten die Schränke haben, am Kopfende mit der offenen Ablage, mit den zwei Lesespots, aber eben auch hinten quer den Schrank und über dem Fußende den Schrank. Und das Bett ist immer so angelegt, dass ihr die Matratzenteile nehmen könnt. Die Matratze ist immer dreigeteilt, das drauflegen könnt und ist ja zum Glück ein sehr robustes Auto, dass das auch für Grobmotoriker wie mich geeignet ist. Und dann kann man das Lattenrost nehmen und wenn man das richtig drauflegt, passt das da auch hin. Das gleiche kann ich noch mit drauflegen und dann habe ich hier zwei Gurte drin, mit dem ich das Ganze oben an den schwarzen Schnallen wieder festmache. Dann dürftet ihr das Auto auch für Umzüge nehmen. Ich finde, dafür ist er zu schade, aber funktionieren würde das. Vom Stauraum unterm Bett, muss auch da messen, wo man eine Wand hat, haben wir hier ungefähr 1,32. Das ist hier minimal mehr, aber 1,37, also 5 cm. Das geht da hinten so ein bisschen diagonal zu und in der Breite haben wir 92 cm und unterm Lattenrost durch 73 cm in der Ladehöhe. Da passt alles rein, was man irgendwie braucht. Von der technischen Aufteilung ist es so, Bordelektrik bei den D-Line-Autos immer vorne und am Fahrersitz.
Heizung in der Sitzbank vorne, damit sich die Wärme dort schön schnell verteilen kann. Das heißt, da habt ihr einen kleinen Stauraum. Hier haben wir den Frischwassertank und beim Tubin Plus praktisch von hinten zu beladen den klassischen Gaskasten für 2x11 Kilo Gas, dass man eben auch ran kann, ohne den Kasten leer zu räumen. Ja, haben wir alles gesagt. Wir wissen, was der Tubin Plus kostet. Wir wissen, wie lang er ist. Wissen wir das? Nee, wissen wir noch nicht. 5,99 Meter ist er lang. 2,58 Meter ist er hoch. 2,5 Meter, glaube ich, steht im Schein, ist er breit. Wir wissen, dass er cool aussieht. Wir wissen, dass er alles kann. Wir wissen, dass, wenn jemand eine Trockentoilette will, wir von Togo das für euch gerne machen können. Und ich glaube, wir haben auch sonst die meisten wichtigen Dinge gesehen. Wenn ich irgendwas vergessen habe, schreibt das einfach drunter. Chris versucht das dann mit mir zu klären und dann versuchen wir auch die Fragen zu beantworten, die drunter stehen. Habt da manchmal ein bisschen Geduld mit uns. Neben den Videos haben wir ja auch noch unseren normalen Alltagsbetrieb hier. Und die Zeiten sind wild, auch in unserer Branche. Manchmal schaffen wir es nicht sofort, alles zu beantworten. Ich bitte da manchmal um etwas Geduld. Wir geben uns Mühe und versuchen uns um alles zu kümmern, machen das aber eben mit einem kleinen Team, weil am Ende des Tages sind wir eben doch ein Familienbetrieb mit ein paar tollen Mitarbeitern drumherum. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß bei unseren anderen Videos und freue mich auf euch im nächsten Video.